Der CSU-Politiker Hartmut Koschik fordert eine Aufwertung der Position des Aussiedlerbeauftragten. Das Amt soll vom Innenministerium ins Kanzleramt wandern und damit genauso viel Gewicht erhalten wie das des Integrationsbeauftragten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Anliegen der Aussiedler nicht der AfD überlassen werden. Studien legen nahe, dass viele Russlanddeutsche von der Union zur AfD abgewandert sind. Sie würden ihren eigenen Migrationsprozess mit dem der aktuellen Flüchtlinge vergleichen und fühlten sich ungerecht behandelt.